Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge LOL Facts auf diesem Kanal, ja. Jeder kennt sie von Hand of Blood, wir haben sie schon so lange vermisst und da dachten wir uns einfach mal, anstatt hinterher zu trauern, beleben wir dieses Format einfach wieder, quasi auf diesem Kanal. Und mit wir meine ich mich und den lieben Herrn Loti. Und Punkt Nummer 1. Klett hasst jeden Champion. Sogar sie selber. Und weiter geht's mit dem nächsten Fact. Laut der Geschichte kann Nautilus wegen seines Anzuges weder rennen noch schwimmen. Doch wir sind der Sache ans Licht gekommen. Er kann es doch. Ist das Magie? Oder sind das die Illuminaten? Jetzt auch mal etwas Schönes für die Garen Mainer. Garen kann sich hier... Oh, warte mal, ich hab vergessen zu schnipsen. Garen kann sich während seiner Backport seine E benutzen. Er kann also Spin-to-Win in seiner Backport machen. Kann dabei sogar noch Menschen töten und taunten kann er auch noch. OP! OP! Kommen wir zum nächsten Fact. Ich kann leider nicht schnipsen, deswegen klatsche ich. In der Kluft, ja, da gibt es zwei Engel. Aber zu einem, ich nenne es mal den Todesengel Morgana, und zum anderen haben wir da noch Kale. Das war's. Auf der Toplane beim Blue Buff im Jungle, dort ist ein Männchen, das entweder der Blue Buff selber ist oder vielleicht vom neuen Champion. Ihr waren Daisy halt. Wer weiß. Ah. Kommen wir nun zum nächsten Fact. Die wundervolle Mrs. Ash ist mit dem OP-Champ Tryndamere verheiratet. Was man auch an einigen Splash-Shots erkennen kann. League of Legends hat vor kurzem ein Brettspiel rausgebracht. Das heißt Mech vs. Minions. Ja, wollte ich nur mal anmerken, ist ja mal ganz nett. Weil ich gebe weiter an darf. Bei den neuesten Poolparty-Skins sieht man irgendwo im Bild, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube bei M11, ja, das Bild wird euch jetzt hier eingeblendet, im Hintergrund einen eventuellen Teaser auf Poolparty Blitzcrank. Wenn wir schon bei Poolparty sind, auf dem neuen Splash-Hard von The Poolparty Tarik kann man Pool Party Braum erkennen. Finde ich voll geil als Braum-Mainer. Thresh, der bekanntlich Lucians Frau ermordet hat, ja. Der einzige Champion, der anderen die Seele entziehen kann. Anderen Champions, wohlgemerkt. Ja, wir hoffen, dieses kleine Video hat euch gefallen. Es ist halt jetzt ein bisschen abgeguckt von Hand of Blood, beziehungsweise ja, ziemlich sogar. Aber ich hoffe, ihr vergebt uns das, ja. Und ich hoffe, wir hatten Spaß. Gesagt, ja. Ganz genau. Dieses Format ist einfach nur geil und es ist schade, dass er es nicht mehr macht. Deswegen wollen wir es wieder zum Leben erwecken, tun, gedöns. Jo. Wenn du irgendwelche coolen Fakten habt, schreib die in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Na, hä? Eine Sache haben wir vergessen, euch zu sagen. Ja. Wir haben einen Fake-Fact eingebaut. Ja, gut. Hat Hand of Blood natürlich auch gemacht. Und wir haben nur 10 Facts, was natürlich scheißegal ist. Auf jeden Fall mal schauen, ob ihr den Fake-Fact herausfindet. Der wird dann bei der nächsten Folge aufgelöst. Und bis dahin. Tschüss.